die Datengrundlage ist halt sehr, sehr wichtig, um halt mit der Digitalisierung voranzuschreiten. Gerade in der Instandhaltung ist die Datengrundlage eher schlecht und deswegen ist der Trend in der Richtung, dass man erstmal mit mobilen Apps mehr Daten einfach erstmal festhalten kann. Jeder Instandhalter freut sich einfach erstmal über nette, hilfreiche Tools, wo sie dann selber später in den Datenbanken ein bisschen nachforschen können. Trend geht in Richtung ein bisschen zentralisierte Datenhaltung. Einmal geht es bei uns um Connectivity, also wie binde ich überhaupt meine Maschinen an, um nachher mit den Daten irgendwie einen Mehrwert zu generieren. Trend geht auch dahin, dass man vielleicht nicht alle Daten in der Cloud dann auslagert, sondern bestimmte Berechnungen in der Fabrik durchführt, also wird es dann um Edge-Devices gehen und zusätzlich natürlich Predictive Maintenance-Apps, wo man kleine Use-Cases zeigt, wie man vorhersagen kann, ob eine Maschine dann ausfällt. Das werden wir dann auf der Messe präsentieren. Dieses Jahr wird es die erste Präsenzmesse wieder sein. Ich finde das ein sehr guter Kompromiss. Also einmal auch Gesundheit geht immer noch vor. Das heißt, die Leute, die sich von zu Hause die Sachen angucken möchten, weil sie noch bestimmte Ängste haben, dafür finde ich das sehr gut, dass man die Möglichkeit dort auch anbietet. Aber auch vor Ort die Kundengespräche oder die direkten Gespräche sollten nicht fehlen. Da stellt man bessere Beziehungen her, man ist näher dran, man hat ein bisschen was zum Anfassen. Das macht das Ganze dann doch einfacher, um später echte Kontakte herzustellen.